Husten, Schnupfen, Heiserkeit, die Erkältungszeit steht vor der Tür. Welche Impfung ist sinnvoll und worauf sollte man achten, damit man sich am besten gar nicht ansteckt? Im Gespräch ist hier gleich Professor Dr. Jörg Timm. Er ist Direktor des Instituts für Virologie hier an der Uniklinik in Düsseldorf und er wird Tipps geben, wie man am besten durch die Erkältungszeit kommt. Ja, hallo Professor Timm, schön, dass Sie hier sind. Ja, hallo. Jetzt steht uns ja die Erkältungszeit, die klassische Erkältungszeit wieder bevor. Wir wissen alle, Corona ist noch nicht so lang her. Wenn man jetzt die typischen Erkältungssymptome hat, muss man da diesen Winter nochmal ganz besonders wachsam sein? Also grundsätzlich, wenn wir Erkältungen haben, sollten wir immer so ein bisschen wachsam sein. Wir haben jetzt gelernt, Corona war eine der Erkrankungen, die natürlich in den letzten Jahren uns sehr geprägt hat. Das war sehr schlimm. Wir haben aber auch andere Erkältungsviren, die uns durchaus immer wieder beschäftigen. Also auch Grippeviren, auch das sogenannte RS-Virus, was gerade bei den Kindern, aber auch bei älteren Menschen immer was Schwierigkeiten machen kann. Das heißt, Erkältungssymptome sollten immer ein Anlass dazu sein, sich auch ein bisschen zurückzunehmen, auf sich selbst Acht zu geben und damit dann ja auch auf andere Acht zu geben. Was ist denn, wenn sich zusätzlich Fieber noch einstellt? Ist das dann noch eine Dimension schärfer, sage ich mal? Also muss man da noch mal besonders vorsichtig sein oder ist das vielleicht auch das Zeichen, dann zum Arzt zu gehen? Also Fieber ist natürlich immer ein Hinweis, dass etwas nicht stimmt. Das können natürlich Erkältungsviren auch machen. Gerade das Grippevirus ist dafür bekannt, dass es auch mit Fieber einhergeht und ist sicherlich auch eher etwas, was man dann auch als eine schwerere Erkrankung einordnen würde. Ich würde aber nicht im Umkehrschluss sagen, ohne Fieber ist es deswegen immer leicht. Also man sollte einfach auch ein bisschen auf sich selber hören, fühle ich mich gerade noch einigermaßen wohl oder fühle ich mich jetzt so krank, dass ich vielleicht doch nicht mehr gut Luft bekomme oder sowas. Das sind die klaren Indikatoren, wo man dann auf jeden Fall zum Arzt gehen sollte. Wann ist denn der Zeitpunkt, wo man nochmal über einen Corona-Test nachdenken sollte? Also wir haben ja jetzt mittlerweile gelernt, dass im Alltag diese Testung, was die Verbreitung von dem Virus angeht, ich sag mal, einen überschaubaren Erfolg liefert. Das heißt, wir wissen ja auch mittlerweile über den Schnelltest, dass auch vor einem positiven Testergebnis man schon Virus ausscheidet. Das heißt, ich sag mal, im Alltagsgeschäft ist, glaube ich, eine engmaschige Testung sicherlich nicht notwendig. Wenn sich jemand wirklich schwer krank fühlt, auch so, dass dann ein Arzt aufgesucht werden muss, dann sollte man auch, glaube ich, testen, einfach um herauszufinden, was steckt dahinter. Aber jetzt für die Frage des Schutzes sollte man das eigentlich in den Bereichen dann, wo vielleicht wirklich vulnerable Gruppen sind, im Krankenhaus, in Pflegeeinrichtungen, da kann man sicherlich eher auch nochmal darauf achten, dass die Menschen mit einer Symptomatik anlassbezogen auch dann getestet werden, auch für den Fremdschutz eben. Aber ist jetzt keine Lösung ab dem Moment, wo die Nase läuft? Nein, das hat eigentlich dann keinen zusätzlichen Mehrwert. Da entstehen keine direkten Konsequenzen raus, muss man ganz klar sagen. Also ich sag mal, die Erkältung jeglicher Schwere ist ja erstmal etwas, was man in der Regel von alleine ausheilt. Es sei denn, es ist dann so schwer, dass es wirklich eine ärztliche Behandlung bedarf. Ja, dann muss man halt raus und dann muss man halt auch sehen, dass man dann Fremde schützt. Jetzt ist ja aktuell der neue Corona-Impfstoff verfügbar und wird ausgeliefert. Wem raten Sie, sich impfen zu lassen? Na, da hat ja die Ständige Impfkommission eigentlich eine klare Regelung jetzt ausgesprochen. Das sind vor allen Dingen die Menschen ab 60, und zwar alle Menschen ab 60, die sich dann auch nochmal impfen lassen sollten. Es sei denn, sie hatten vor kurzem schon eine Infektion gehabt. Aber ansonsten, wenn das mehr als 12 Monate her ist, sollte da eine Auffrischungsimpfung erfolgen. Das Gleiche gilt für Menschen, die besondere Vorerkrankungen haben, die vielleicht ein geschwächtes Immunsystem haben aufgrund einer Behandlung oder solche Dinge. Das heißt, all diese Gruppen, die sollten sich impfen lassen. Und natürlich auch Menschen, die wiederum mit sehr vulnerablen Gruppen zusammenarbeiten. Also beispielsweise im Gesundheitseinrichtungen, im Krankenhaus, das Pflegepersonal, die Ärztinnen und Ärzte,
aber auch in Pflegeeinrichtungen, das Personal, das sollte auch sich schützen. Zum einen für den Selbstschutz natürlich, aber eben auch ein bisschen für den Fremdschutz, auch wenn wir wissen, dass die Weitergabe des Virus nicht zwingend durch diese Impfung verhindert wird. Sie hat aber doch einen positiven Effekt, dass Infektionen von geimpften Personen etwas seltener ausgehen, sodass da schon ein kleiner Effekt auch mit dabei ist, den man damit nutzen kann. Gehen wir mal davon aus, man bemerkt an sich die üblichen Erkältungssymptome und man hat jetzt im Umfeld, im Bekanntenkreis ältere Menschen, vielleicht Menschen mit chronischen Erkrankungen. Wie sollte man sich verhalten? Sollte man den Kontakt meiden oder besondere Vorsichtsmaßnahmen walten lassen? Was ist da eine Empfehlung? Genau, also wer selbst an sich Erkältungssymptome spürt, sollte natürlich möglichst verhindern, Kontakte gerade mit Menschen, die vielleicht ein Risiko für einen schweren Verlauf haben, dann einzugehen. Also das sind Menschen, eben ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen beispielsweise. Das lässt sich natürlich nicht immer vermeiden. Ja, es gibt natürlich auch Situationen, wo man sagt, man kann den Kontakt nicht komplett verhindern. Und dann ist es so, dass Masken natürlich helfen. Sie helfen zum einen, wenn die Person eine trägt, die selbst die Erkältungssymptome hat. Und die helfen aber auch der Person, die man vielleicht schützen will. Das heißt, wenn beide Seiten eine Maske tragen, ist der Schutz natürlich nochmal ein bisschen besser. Und dann haben wir jetzt auch gelernt, es gibt unterschiedliche Level dieser Masken. Es ist nun mal so, dass die FFP2-Maske den besten Schutz bietet. Das gilt für beide Seiten. Aber es ist nicht zwingend immer so, dass das eine sein muss. Das hängt auch natürlich ein kleines bisschen davon ab, ob das überhaupt auch wirklich dann funktional ist, ob das die Menschen auch wirklich tragen können. Gerade die Person, die man vielleicht schützen will, ist jetzt auch nicht immer in der Lage, dann eine FFP2-Maske zu tragen. Also ich bin ja viel im öffentlichen Nahverkehr unterwegs, da sieht man die Maske jetzt wieder häufiger auf jeden Fall. Genau, also grundsätzlich gilt immer, wenn man vielleicht selbst an sich von sich weiß, dass es Erkrankungen gibt, die mit einem schwereren Verlauf einer Infektion, und wir reden ja immer über Corona, das sind ja meistens die gleichen Risikofaktoren, die auch für die Grippe gelten. Also ich würde das auch gerne immer zusammenfassen in der Betrachtung. Das heißt, dann macht es schon Sinn, sich selbst zu schützen mit einer Maske. Das ist natürlich für einen selbst das, was man immer machen kann. Es ist ja jetzt viel die Rede von einer neuen Corona-Variante. Pirola nennt die sich, glaube ich. Die WHO hat die als Variante unter Beobachtung eingestuft. Was ist darüber bekannt? Ist das wieder so ein Fall, wo man sich so ein bisschen mehr Sorgen machen muss, oder kann man da noch entspannt sein? Also wir haben ja jetzt seit einiger Zeit immer wieder neue Varianten, die aber alle von dieser Omikron-Linie aus der entstanden sind. Das gilt auch für diese neue Pirola-Variante. Das heißt, das an sich ist jetzt noch nicht unbedingt bemerkenswert, dass wir da jetzt wieder eine neue haben. Bei der fällt jetzt schon auf, dass die Anzahl der Veränderungen, der Mutationen im Virus, die ist jetzt doch nochmal etwas höher als das, was wir so in der Vergangenheit bei diesen neuen Omikron-Varianten gesehen hatten. Sodass da jetzt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und ich glaube auch ein größeres Medieninteresse da ist. Also es ist so, dass noch nicht viel darüber bekannt ist. Andersherum gibt es auch keine klaren Alarmzeichen. Also es ist jetzt in keinster Weise so, dass man das schon vielleicht mit einem schwereren Verlauf, mit einem besonderes raschen Verbreitung oder sowas assoziiert. Das ist durchaus denkbar, dass sie dann auch wieder das Infektionsgeschehen übernimmt. Aber man muss sich da jetzt erstmal überhaupt keine Sorgen machen. Auch in der Vergangenheit hatten wir diese gleichen Szenarien, die immer wieder gerade mit diesen neuen Omikron-Varianten abgelaufen sind. Es verändert sich vielleicht ein bisschen was an der Infektionsdynamik. Das heißt aber nicht, dass Menschen wieder schwer krank werden. Damit ist überhaupt nicht zu rechnen. Und in Deutschland spielt die Variante ohnehin noch keine große Rolle. Genau, sie ist jetzt erstmalig auch in Deutschland gefunden worden, aber bisher noch in sehr kleinen Fallzahlen, also einmalig gefunden worden, also in einer sehr kleinen Fallzahl. Also von daher muss man jetzt auch mal abwarten, ob es tatsächlich so ist, dass diese Variante eine zunehmende Rolle spielt. Aber selbst wenn das so ist, heißt das nicht, dass wir die Dinge wieder auf Null stellen müssen. Also da bin ich ganz entspannt. Wir haben mittlerweile wirklich gelernt, dass auch der Immunschutz, der dann immer mal wieder aufgefrischt werden muss, dann aber trotzdem eine Breite hat, gerade für diese Risikogruppen, dann immer noch ausreicht, dass schwere Verläufe extrem selten sind. Jetzt haben wir viel über Corona gesprochen.
Anderes Thema, die Grippe, vielleicht sogar ein ähnliches Thema. Auch da wird es eine Impfung geben oder gibt es? Gilt denn diese Impfung oder gilt da eine Impfempfehlung für die gleichen Gruppen, wie das bei Corona der Fall ist? Ja, im Groben kann man sagen, ist das so. Es gibt in den Nuancen vielleicht nochmal ein paar Unterschiede, aber auch da gilt, die über 60-Jährigen sollten sich impfen lassen. Es gibt auch besondere Vorerkrankungen, Atemwegserkrankungen, Immunsupprimierte, auch Menschen in Gesundheitseinrichtungen. Also da gibt es im Grunde sehr viele Parallelen. Und auch da ist es so, dass wir eine jährliche Impfung ja jetzt haben. Es gibt nicht diese Abtrennung, ob man in den letzten 12 Monaten vielleicht schon eine Grippeinfektion hatte. Das heißt, da gilt es generell, dass jetzt vor Beginn der Grippesaison, eigentlich jetzt ist ja diese Zeit, dass man sagt, im Oktober eigentlich üblicherweise sollte die Impfung erfolgen. Das sollten dann auch die von den STIKO-Empfehlungen erfasst werden, auch wirklich tun, weil gerade jetzt ist natürlich schon die Sorge, wir haben natürlich das alte Infektionsgeschehen wieder zurück. Das heißt, Grippe, RSV wird ganz normal wieder die Infektionstätigkeit saisonal in den Wintermonaten aufnehmen. Aber Corona kommt noch dazu, nicht unbedingt mit einer besonderen Wucht vielleicht, aber die Summe aus diesen verschiedenen Problemen kann dann doch wieder insgesamt ein großes Problem werden, sodass dieser Schutz auch vor der Grippe eben ganz wichtig ist. Aus Expertenmunde ist so die Vokabel Nachholeffekt oft zu hören, bezogen eben auf die Tatsache, dass in den Corona-Jahren eine Expositionslücke entstanden ist. Das heißt, die Menschen haben sich nicht so häufig mit Infektionskrankheiten angesteckt, weil sie eben Maske trugen oder Hände desinfiziert haben, wie auch immer. Letztes Jahr hatten wir den Effekt, dass viele Kinder an RS-Viren erkrankt waren und auch die Krankenhäuser von der Kapazität her an Probleme gestoßen sind. Meinen Sie, dass dieses Jahr ein ähnlicher Effekt eintritt, dass eben wieder viele Kinder in Notaufnahmen gebracht werden, vielleicht auch was andere Infektionserkrankungen angeht, dass es da eben eine Welle gibt? Also in der Tat, letztes Jahr hatten wir wirklich eine besondere Situation, gar nicht so sehr alleine, dass es so viel mehr waren als sonst. Es waren viele, aber gar nicht so ungewöhnlich viel mehr als sonst, sondern es war viel früher. Und wir hatten eigentlich also eine ungewöhnliche Infektionsdynamik, weil wir sonst im September beispielsweise noch gar keine Infektion sehen. Die hatten wir im letzten Jahr schon tatsächlich vermehrt beobachtet und dann hat sich ja vor Weihnachten auch schon eine größere Welle aufgebaut, die dann zum Glück aber auch nach Weihnachten direkt wieder abgeebbt ist. Deswegen ist das ganz schwer momentan vorherzusagen, wie das dann jetzt sich in diesem Jahr entwickelt. Es wird sich sicherlich wieder eher auf diese alte Rhythmik zurechtruckeln. Wie das jetzt in der kommenden Saison ist, ist tatsächlich nicht leicht zu sagen. Ich glaube nicht, dass wir mit diesen Nachholeffekten, die es sicherlich gibt, das heißt diese Immunitätslücken, die so ein bisschen im Rahmen der Corona-Zeit aufgrund der Maßnahmen und der Kontaktbeschränkungen entstanden sind, dass wenn die sich jetzt, die haben sich sicherlich zum großen Teil im letzten Jahr schon wieder geschlossen. Und wir werden jetzt sehen, wie das jetzt im Herbst ist. Ich glaube aber, dass wir schon mit einer sehr ordentlichen, sage ich jetzt mal, Infektionstätigkeit einfach rechnen müssen. Wenn wir jetzt auf die Südhalbkugel gucken, da war es weder besonders viel noch besonders wenig. Aber es ist schon so, dass diese Infektionstätigkeit auf jeden Fall wieder zurückkommt. Und so dass wir auf jeden Fall auch Influenza und RSV, das sind eigentlich so die wichtigsten noch, mit im Blick behalten müssen. Jetzt haben wir ja alle in den Corona-Jahren gelernt, wie es gelingt, Infektionen zu vermeiden oder zumindest das Risiko zu senken, sich zu infizieren. Welche von den Maßnahmen sollte man beibehalten, auch hinsichtlich Grippe, normalen Erkältungserkrankungen, Corona? Was ist denn sinnvoll, ohne dass man jetzt übertrieben da zu Werke geht? Also ich glaube, was klar ist, jede Person, die bei sich selbst eine klare Symptomatik entdeckt, das ist natürlich die Phase, wo man sicher infektiös ist, sollte versuchen, Kontakte zu vermeiden. Sollte idealerweise, auch wenn diese Kontakte nicht vermeidbar sind, eine Maske tragen, um andere eben zu schützen. Ich glaube, das ist schon etwas, was im Grunde auch vor Corona schon Sinn gemacht hat, was ja auch im Krankenhaussetting eigentlich üblicherweise als Hygieneempfehlung besteht. Darüber hinaus gibt es natürlich nochmal besondere Gruppen, die wir wirklich schützen müssen,
die man vielleicht auch schützen sollte, wenn, obwohl noch gar keine Symptomatik da ist. Und auch da ist halt am Ende des Tages die Maske das wirksamste Instrument. Das heißt, auch da gilt, wenn die Infektionstätigkeit insgesamt in der Bevölkerung groß ist, dann macht natürlich auch das Maskentragen wieder mehr Sinn. Ich glaube nicht, dass wir das in der allgemeinen Bevölkerung draußen, wenn wir zum Bäcker gehen oder sowas, wieder einfordern werden. Aber in bestimmten Situationen, in bestimmten Settings, in Pflegeheimen, in Krankenhäusern, vielleicht auch nur auf besonderen Stationen, da wird man sicherlich auch wieder darüber reden müssen, ob das dann nicht, wenn die Infektionstätigkeit zunimmt, wieder Sinn macht. Und dann bleibt natürlich der Eigenschutz, den kann man selber mit der Maske dann auch nochmal kontrollieren. Aber dazu gehört eben auch die Impfung. Das heißt, jeder selber müsste, wenn die Impfempfehlungen auf einen passen, dann auch sich damit schützen. Jetzt ist das ja das dritte Jahr in Folge, wo wir über Corona sprechen. Können Sie irgendwie so ein bisschen Hoffnung machen, dass das Thema irgendwann keine Rolle mehr spielt vor der Erkältungssaison? Oder muss man jetzt davon ausgehen, dass einfach jedes Jahr in bestimmter Größenordnung eine Corona-Welle durchs Land zieht und das dann doch wieder Thema wird? Also ich bin mir sicher, dass in jedem Winter eine Corona-Welle durchs Land ziehen wird. Das ist aber nicht neu. Das hatten wir auch schon vor SARS-CoV-2, dem jetzt aktuellen SARS-Virus. Vorher hatten wir auch endemische Coronaviren und auch da ist das so. Ich denke, die Schwere der Erkrankung wird mit immer weiter steigender Grundimmunität in der Bevölkerung weiter abnehmen, vielleicht auch auf diesem Niveau, wie wir es jetzt haben, bleiben. Ich glaube nicht, die anderen Coronaviren, die haben wir wirklich jetzt mehr als klassische Erkältungsviren, die wirklich maximalen Schnupfen machen, wahrgenommen. Ich glaube, ganz dahin wird vielleicht das SARS-Coronavirus Typ 2 nicht gehen, sondern eher auf dem Niveau von Influenza und also dem Grippevirus. Und da müssen wir natürlich schon sagen, auch vor Corona hatten wir immer eine Influenza-Welle im Winter, die durchaus auch viele Tote gefordert hat. Und wir haben weniger darüber gesprochen, weil wir natürlich auch ein Stück weit daran gewöhnt waren. Und ich denke, dieser Gewöhnungseffekt, der ist das, was dann irgendwann eintreten wird und dann werden wir auch nicht mehr da so viel drüber reden. Aber die Welle, die wird bleiben, die Schwere der Erkrankung wird weiter abnehmen und sich so einpendeln, dass wir das gut kontrollieren können. Davon bin ich fest überzeugt. Das stimmt doch einigermaßen zuversichtlich. Professor Timm, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Vielen Dank.